Ja, lieber Herr Wöhrmann, Sie haben gesagt, man muss in diesem Jahr 2015 Lust am Traden haben. Ja. Sie haben gesagt, man muss aktiv unterwegs sein. Ja. Es wird ein volatiles, spannendes Börsenjahr. Es hat spannend begonnen. Ja. Was sagt denn so das Bauchgefühl im Moment? Wie brutal wird das Börsenjahr? Sie sprechen von Flash Crash und dass da noch einige kommen können. Ja, ich glaube, wenn die Euphorie einmal nachlässt, werden die Leute manchmal auf die Realität zurückgebracht werden. Und das bringt natürlich dann Volatilität mit sich. Und dann werden wir immer auf die Zentralbanken schauen, was sie tun. In den USA auf dem ersten Rate-Hike, wann sie das uns kommunizieren. Und Europa, ob das weiter so sich entwickelt. Wir haben Griechenland, wir haben geopolitische Risiken. Alle diese Themen sind Risikoherde. Und damit müssen wir umgehen können, die ist ja trotz aller vieler Chancen. Wie lange kann dieses Draghi QE noch Rückenwind den Märkten geben, vor allen Dingen den Aktienmärkten in der Eurozone? Es war ein Adrenalinschub. Es war von Draghi gut kommuniziert und alle Erwartungen geschlagen. Und dieser Rauschzustand trägt uns, aber irgendwann werden wir sagen, ja, wirkt das denn noch? Und Mitte des Jahres werden wir viele Wirtschaftspolitik diskutieren. Ja, es wirkt nicht, man muss noch was bringen. Und das war immer dieselbe Diskussion in den USA. Aber Ende des Jahres werden wir erneuerte Diskussion über QI haben. Eine Frage noch zum Euro und zum Ölpreis. Das wirkt ja wie ein doppeltes Konjunkturprogramm. Ja. Wird das die Unternehmensgewinne anschieben? Ja, also in Europa haben wir jeden Fall der sehr schwache Euro, ist ein fantastischer Treiber auch für die europäischen Unternehmen. Ist natürlich umgekehrt schlecht für die amerikanisch global aufgestellte Unternehmen. Aber der Ölpreis ist der beste Schmierstoff für die Weltwirtschaft und damit der beste Konjunkturtreiber und die beste Steuersenkung global. Das ist die beste Nachricht meines Erachtens seit letzten 3 Jahren. Noch ein Wort zum Rentenmarkt. Sie haben die Schweiz angesprochen nach dem Frankenschock und die negativen Renditen. Zweijährige bei minus 1,2%. Das ist Wahnsinn. Ist Wahnsinn. Man muss nochmal seinen Kopf neu kalibrieren. Wer lange dabei ist, denkt gar nicht mehr, was man da sieht. Aber damit muss man umgehen. Deswegen muss man die anderen Anlagenklassen anschauen. Mit mir, ich habe Schwierigkeiten, in den negativen Bereich zu investieren. Deswegen, man muss hier auf die anderen Opportunitäten schauen. Vielen Dank, Herr Zuckerbermann. Danke für das Gespräch. Ja. Vielen Dank.